Marc Lorenz. Ich mache hier bei Bibi und Tina die Videoregie und die Medienserverbetreuung. Etwas anders wie bei einer normalen oder sonstig gewohnten Produktion, wo wir eigentlich einen dedizierten Videomischer dafür haben. Wir schneiden hier zum Beispiel alle Kameras im Medienserver und haben nur einen Bildtechniker mit dabei, der sich um die Technik selbst der Kameras kümmert. Selbst im Einsatz, hat Toto schon ein bisschen was gesagt, haben wir drei Kameras, drei bemannte Kameras, jeweils mit 86-fach Objektiven hier am FOH. Und eine steht noch vorne im Graben, nur mit einer normalen 24-fach Optik. Vom Signalfluss her ist es bei uns so, ich kriege hier dreimal Full HD SDI-Signale, die hier vom Flo vorbereitet werden, technisch entsprechend vorbereitet werden. Und wir gehen dann von hier rüber in ein Catalyst Media Server System, wo wir quasi auch die ganzen Bildsignale live schneiden. Da gehen wir gerade mal rüber. Das Catalyst System hier habe ich als klassisches Main Backup System aufgebaut, das dann wiederum über eine 16-fach DVI Matrix miteinander verbunden ist. Sprich, wir können dann im Live-Betrieb zwischen Main und Backup hin und her schalten. Das Ganze natürlich alles redundant abgesichert mit USVen und so weiter. Und wie gesagt, wie schon gerade gesagt, kriege ich hier in den Catalyst eben dreimal Live-Bild rein. Das sind eben die drei Kameras einzeln abgesteckt. Und wir verzichten hier komplett auf einen Videomischer, sondern schneiden das ganze Ding im Catalyst selber. Dafür habe ich mir im Catalyst selbst einen extra Mix gebaut, in den ich diese drei Layer reinschicke, wo eben diese drei Live-Kameras drauf sind, und kann dort dann dementsprechend diese drei Kameras schalten. Habe mir hier auf dem Pult drei Cues gemacht, in denen ich hart schalten kann, und drei Cues, mit denen ich eben ein softes Überfaden machen kann. Das Ganze dann noch mit einem iMac Master verbunden, sodass ich immer eben auf dem Live-Bild auch noch zur Not ein Blackout faden könnte oder Überlagerungen mit dem Content eben machen kann. Bisschen auch die Besonderheit, weil uns jetzt ja der Videomischer fehlt, ist die Rotlichtsteuerung hier. Weil die normale jeder Videomischer würde ja die Tele-Ansteuerung, die Rotlichtsteuerung machen. Das haben wir hier natürlich nicht. Wir mussten da auch ein bisschen tricksen. Wir haben uns einfach dann per DMX eine kleine Relaisbox genommen, die wir einfach mit drei Dimmerkanälen jeweils zusätzlich noch schalten, wenn ich den entsprechenden Kanal hier wähle. Und das schaltet dann eben auch das Rotlicht zum einen, wie man hier sieht, auch auf dem Multiviewer, in meinem Multiviewer, und zum eben auch das Rotlicht auf den Kameras. Ja, das ist so der Signalflow, was hier passiert. Die Catalysten natürlich auch dafür da, entsprechenden Content, der bei den Songs dann läuft, laufen zu lassen. Da sind wir so, dass wir von dem Zuspielsystem vom Audio ein Timecode-Signal kriegen und somit natürlich auch den Content, Timecode und Frame genau abliefern können, passend zu dem, was dort an der Musik läuft. Also alles auch kein großes Hexenwerk, keep it simple, stupid. Das ist so das, was ich eigentlich bei allen meinen Setups eigentlich verfolge oder versuche zu machen, dass man da nicht möglichst viele Wandler und möglichst von hinten nach vorne durch die Brust ins Auge oder so irgendwie, sondern wirklich einfach schnelle, klare Signalflüsse, um auch möglichst wenig Latenz zu haben. Genau, das war es eigentlich schon hier vom Pult-Setup, was ich hier habe. Ich habe eigentlich ein bisschen anderes Pult-Setup wie der Toto. Weil ich natürlich auch viel weniger Geräte im Endeffekt zu verwalten habe. Ich habe halt nur ein paar Layer, die ich hier über eine Layout-View ansprechen kann. Das habe ich mir ein bisschen aufgeteilt nach meinen Layern, die eben nur Content machen hier auf der einen Seite. Und dieser Bereich ist eben die Layer, die dann zuständig sind für den Live-Content. Das sieht man auch, wenn ich hier umschalte. Der schaltet dann zwischen meinen drei Kameras hin und her. Und dieser Layer ist dann eben noch der Master-Layer, damit ich diesen Mix eben auch noch ein- und ausblenden kann, der für die quasi meine Hauptmischebene ist. Durch diese Arbeitsweise kann ich mir auch quasi im Pult mehrere Mischebenen bauen, was wir auch bei ein paar Songs nutzen. Das heißt, ich mische auf dem iMac-Screens links und rechts ganz normal, wie sonst auch, und habe eine Kamera noch abgesteckt, die dann direkt eben auf die LED-Screens draufgesetzt wird. Ansonsten ist es auch wie beim Toto so, ich habe eine Video-Master-Cue-Liste, die eben auch komplett durchläuft, habe mir da auch ein paar Informationen halt reingemacht für diese Sachen und hier halt sehr viel bunt gemischt von Cues, die über Timings laufen, über Timecode laufen oder auch eben dann auch manuell getriggerte Cues. Alles, was man hier so ein bisschen schwarz hinterlegt sieht, sind eigentlich alles Cues, die automatisch ablaufen.
Und alles, was rot ist, sind dann noch Cues, die ich so ein bisschen von Hand drücken muss. Und wie man sieht, ist da ziemlich viel schwarz, weil im Video ist es ja recht klar definiert, dass der Clip läuft in der entsprechenden Zeit und kann somit alles natürlich entsprechend automatisiert werden in so einer Musical-Show, anders wie beim Live-Konzert, wo halt eine Band auch manchmal vielleicht eine Strophe länger spielt oder Strophe kürzer oder whatsoever, das Publikum noch singt oder dementsprechend man reagieren muss. Ja, sonst ist es hier alles recht basic. Was wir auch gemacht haben, wir haben unsere beiden Cue-Listen entsprechend halbiert von der Anzahl der Fader her. Das heißt, wenn hier irgendwas passieren würde, könnte ich schnell zu Toto rübergehen oder Toto zu mir rübergehen und da eben direkt gleich weiter drücken. Und man bräuchte nicht irgendwie erst das Pult neu starten oder hochfahren, wechseln, sondern wir haben wirklich alles gleich 1:1 im Zugriff auf beiden Pulten. Ja, das war es eigentlich schon, was es hier vorne anbelangt. Dann geht es eigentlich nach hinten, dann kann ich euch noch zeigen, wo die Signale, die wir hier aus diesem Rack dann hier raus per Glasfaser nach vorne schicken, ankommen und wie sie dort weiterverarbeitet werden. Jetzt sind wir hier hinten Backstage angekommen. Wie ihr seht, ist alles ein bisschen dunkel schon hier, ist ja auch klar. Hier seht ihr nochmal den gleichen iMac-Monitor, beziehungsweise Multiviewer-Monitor, den wir auch vorne ja hatten, sprich die drei Kameras, die beiden Feeds für die LED-Wand und für den iMac-Screen, so wie ich das auch vorne hatte. Das ist einfach gesplittetes Signal, geht ja auch über Glasfaser hier nach hinten. Und hier ist dann die komplette Videoprozessing und Stromverteilung. Das heißt, wir kommen, mal kurz den Laptop ein bisschen zuklappen, kommen hier mit den Videosignalen an, einmal eben die Projektion, einmal die LED-Wand, gehen hier auf einen Image Pro, damit wir eben auch noch ein Testpattern rausschicken können, zum Schauen, ob die Signale einfach alle da sind und so weiter. Gehen dann hier auf eine Lightware 8x8 Matrix, um dort eben die entsprechenden Videosignale verteilen zu können auf die Controller bzw. auf die Videoprojektoren von links und rechts. Und ja, eigentlich auch ganz standardmäßige Sachen und gehen dann hier eben hier unten geht es dann weiter mit den entsprechenden LED-Controllern für unsere LED-Wand. Weil wir haben ja ein relativ großes Setup und der Pro-Controller kannst du ja nur eine gewisse Anzahl von Panels verwalten. Dementsprechend haben wir hier halt drei Controller am Start, um die entsprechenden Feeds verwalten zu können. Die sind auch dementsprechend so gemappt, dass sie eben sich den einzelnen Teil des Signals im Bild rausholen. Das hat man jetzt leider vorne nicht gerade gesehen, weil wir vom Bildinhalt ja, das nicht haben. Was wir eine Besonderheit noch haben, ist, wir nutzen ein sogenanntes Exact Mapping. Das heißt, wir nehmen uns einen Teil aus dem Bildinhalt raus und setzen die nachher anders wieder zusammen. Das heißt, weil der LED-Controller, wir haben hier Lücken, wie ihr hier seht, zwischen den LED-Wänden. Und damit diese Lücken auch in dem Gesamtbild vorhanden sind, habe ich natürlich mir die einzelnen Streifen rausgeschnitten aus dem Bild. Der LED-Controller selber sieht es aber als Gesamtbild. Das heißt, er hat diese Lücken quasi nicht. Das heißt, ich musste da so ein Offset mit reinsetzen. Und das kann man im Catalyst sehr schön über die sogenannten Exact Maps machen, wo ich genau pixelgenau definieren kann, welcher Teil wohin kommt. Und ein Vorteil, was diese Exact Maps auch noch bringen, ist, ich kann auch ein bisschen mit der LED-Pixel-Pitch-Größe variieren. Das heißt, man hat auch manchmal ja das Ding, man hat einen Content vorbereitet auf eine, keine Ahnung, 10 mm Wand und nachher hat man eine 8 oder eine 12. Das heißt, meine metrischen Maße, was die anbelangt für der Wand selber her, also das Format ist identisch, das ist meinetwegen 2x6 Meter, aber die Pixelinhalte haben sich dadurch, verändern sich dadurch natürlich und das kann ich über so eine Exact Map natürlich auch sehr schön anpassen. Das heißt, der Bildinhalt bleibt der gleiche, wird dementsprechend nur automatisch über dieses Exact Map skaliert. Nebendran sind dann nur noch ganz normal Stromverteilungen, die wir hier haben, um eben die LEDs und die iMacs mit Strom zu versorgen. Also wie gesagt, auch alles ganz basic, kein Hexenwerk, nichts Besonderes, was hier irgendwie passiert. Dieses selbe Signal, was wir hier nochmal haben, dieses iMac-Signal, liegt auch drüben nochmal an dem Arbeitsplatz von dem Kollegen auf, der die Zuspielung macht, weil, wie wir ja, wenn man hier hinten sitzt, der einfach gar nichts sieht, der Kollege dann natürlich auch, der die Einspieler macht, ja auch ein bisschen eine Orientierung haben muss, was, wo wir sind, wo die Leute sich auf der Bühne befinden, weil natürlich ja dementsprechend ja auch Keywords fallen, wo er dann seine Cues starten muss.